Ja, von der ÖVP, genau. Das wird Sie sehr interessieren, was jetzt kommt. Aktueller, Frau Bundesministerin, könnte eine aktuelle Stunde nicht sein, als zum Thema Spekulationsverbot. Als wir uns das letzte Mal hier im Nationalrat getroffen haben, Herr Kollege aus Niederösterreich, da war genau das Thema Spekulation in Salzburg ganz groß auf der Tagesordnung. Lange Wochen wusste man nicht, wie viel überhaupt verloren gegangen ist. Ist es vielleicht überhaupt ein Gewinn? Und bis heute weiß man es immer noch nicht ganz genau, weil das das Wesen der Spekulation ist. So, aber es hat ja in dem Jahr 2012 auch noch andere Auseinandersetzungen gegeben, die wesentlich weitreichender waren, wesentlich verlusträchtigere Vorwürfe beinhalten und wesentlich heftiger verlaufen sind, nämlich jene, Herr Klubobmann-Kopf, die vom Rechnungshof mit Vertretern, eigentlich mit der Regierungsspitze, den verantwortlichen Finanzlandesräten, der Landesregierung Niederösterreich geführt wurden, über die dortigen Verluste, die nach Rechnungshofbericht 2010 und in der Folge 2012 mal mindestens 1 Milliarde Euro betragen und eigentlich nicht aufholbar sind. Also ist, wenn Salzburg ein GAU der österreichischen Finanzpolitik war, ein Versagen der dortigen Regierung, ein Auswuchs überforderter Landesstellen, weil der Föderalismus auch in dem Land immer wieder falsch interpretiert wird, dann war Niederösterreich für all dieses der Super-GAU. Und der ist es immer noch. Weil nämlich zum Unterschied von Salzburg die dortige Regierungsspitze sich überhaupt nicht dazu durchringen kann, überhaupt einmal den Rechnungshofbericht verstehen zu wollen. Nein, es wird wie im Wahrheitsministerium Stereotyp wiederholt, 1 Milliarde Euro Verlust ist in Wahrheit 1 Milliarde Euro Gewinn. Erst gestern wieder in den Aussendungen der Landesregierung, auch im Namen des Herrn Landeshauptmanns. Das ist Orwellsche Sprachverdrehung. Wenn wir 2 Milliarden Verlust haben, was nicht ausgeschlossen ist, dass wir uns dorthin bewegen, dann wird der vielleicht dann gar nicht mehr Landeshauptmann Brödel erklären, das sind jetzt 2 Milliarden Gewinn. Das sind die Zustände nicht nur in Österreich, das sind sie speziell in Niederösterreich. Und das gilt es jetzt einmal zu bekämpfen. Und zwar einfach aus dem Grund heraus, dass in dem Staat Österreich ja vieles funktioniert, aber einiges nicht nur faul ist, sondern in Wahrheit zum Himmel stinkt. Und wenn Sie uns das als besondere Duftmarke des schwarzen Systems Niederösterreich da anpreisen wollen, es ist ja interessant, dass immer die Abgeordneten der ÖVP Niederösterreich hier sich lautstark bemerkbar machen. Sie können ihre Kompetenzbeweise ja nachher hier heraus antreten. Aber ich widme mich Ihnen gerne, was das betrifft. Wir werden nämlich hier und jetzt dann den Beweis führen, und genau dazu lade ich ja die Frau Bundesministerin ein, nachvollziehbar zu erklären, ob das, was in Niederösterreich passiert ist, mit dem jetzigen angeblichen Spekulationsverbot, ein Paket von angeblich oder da oder dort tatsächlich ambitionierten Gesetzen, ob das, was in Niederösterreich passiert ist, mit dem jetzigen Paket, das heute hier das Haus erreichen wird, deshalb ist es ja so aktuell, überhaupt verhindert hätte werden können. Oder auch, ob Salzburg hätte verhindert werden können mit dem, was hier vorliegt und so gepriesen wurde. Aber kommen wir zum Jahreswechsel 2012-2013 zurück. Frau Bundesministerin, ich anerkenne ausdrücklich, dass sehr viel gearbeitet wurde, dass auch medial sehr viel Wind gemacht worden ist. Das gehört ja tatsächlich zum politischen Geschäft dazu. Ich verhehle nicht, dass Ihr Ministerium und einzelne Akteure dort ausdrücklich immer bemüht waren, die Opposition zu informieren über den laufenden Stand. Das soll hierherinnen überhaupt nicht verheimlicht werden.
Aber das hat uns ja nur zur Erkenntnis gebracht oder die Möglichkeit verschafft, das auch sachlich und inhaltlich zu bewerten, was jetzt vorliegt. Und ich sage Ihnen, gemessen an den Zielen, die ausgerufen wurden in der Öffentlichkeit, auch von Ihnen, was das Interesse und das Ziel vermutlich aller Abgeordneten hier herinnen ist, gemessen an diesen Zielen schrammen Sie tatsächlich vorbei. Das sieht auch der Clubobmann Strache so, warum er das jetzt da hier direkt dem Kollegen Hunsdorfer mitteilt, weiß ich noch nicht, aber sei es drum. Herr Clubobmann Strache, es ist üblich, dass nicht hinter dem Redner auch mit den Mitgliedern der Bundesregierung gesprochen wird, gilt natürlich auch für Sie, Herr Abgeordneter Kogler, Sie sind am Wort. Ich glaube, die FPÖ ist ja an anderer Stelle eher einzuschränken, das halten wir schon aus. Aber die Vorgänge in Salzburg und Niederösterreich wären wiederholbar. Und das ist eigentlich die Krux an der Geschichte. Und das müssen Sie nicht nur heute und hier in den folgenden 10 Minuten, sondern auch in den hoffentlich ausgiebigen Verhandlungen, wo wir natürlich und vermutlich viele Abgeordnete hierinnen auf Verbesserung drängen, wo das mal erklärt werden muss, wie das Ganze jetzt funktionieren soll oder wie es greift. Vermutlich sind wir uns einig nach den geschilderten Vorgängen, dass wir sowas brauchen wie eine einheitliche Definition von Spekulation, sonst ist ja das meiste nichts. Wir brauchen das unmittelbare Verbot für die ärgsten Blödheiten, die da passiert sind. Das wird machbar sein, da gibt es auch Ansätze, ich verhehle das nicht. Das würde zum Beispiel betreffen, dass man nicht immer dauernd Kredite aufnimmt, um es dann wieder zu veranlagen, was ja für öffentliche Hände ja völliger Schwachsinn ist, weil man mit dem Geld ja schon längst die Schulden abtragen könnte, völlig logisch. Es soll natürlich auch ein Wettverbot geben, indem man nicht quasi ins Casino geht und wie ein Privatspekulant auf irgendwelche Kursentwicklungen setzt. Alles logisch, das werden wir zusammenbringen. Aber, wie gesagt, die einheitliche Definition, das wird schon zu hinterfragen sein. Und dann, selbst die strengsten Regeln, jetzt kommen wir zu ganz einem anderen Problem, und das ist das Hauptproblem in Österreich und auch im Verhältnis des Bundes zu den Ländern. Auch die strengsten Regeln, sollten wir sie kriegen, es ist ja zu befürchten, dass das gar nicht so ist, werden nichts helfen, es ist alles nichts. Ohne klare Transparenzregeln, ohne Kontrollbestimmungen, die dadurch möglich werden und vor allem auch ohne Sanktionen. Aber die Transparenz steht dem voran. Und mit dem, was jetzt hier vorliegt, Frau Bundesministerin, wäre nicht einmal Salzburg verhinderbar, nämlich aus dem einfachen Grund, weil sich der Bund nicht durchringen kann, wir hier als Verfassungsgesetzgeber, bis jetzt jedenfalls, es kann ja in 3 Wochen anders sein, dafür kämpfen wir ja, dass es einheitliche und klare Ausweisregeln gibt. Wenn das nicht der Fall ist, kann das gar nicht nachvollzogen werden, was wir in Gesetze und in Verfassungen schreiben, weil das ja irgendwer einmal erkennen muss. Und genau dagegen gibt es den erbittertsten Widerstand der Landeshauptleute, und das ist nicht einsehbar. Unter dem völlig falschen Schlachtruf der Finanzautonomie, was mit dem gar nichts zu tun hat, hier geht es nur um die Möglichkeit, dass gesetzliche Bestimmungen wirklich auch nachvollzogen werden können. Ähnlich ist es mit der Frage der Sanktionen. Wir haben jetzt eine Regel vorgesehen, Regel ist gut, die nur bei Einstimmigkeit überhaupt zu Sanktionen führen. Ich sage Ihnen, das können wir gleich wegschmeißen, weil die langjährige Geschichte in Österreich ist, dass auf Basis dieser Verhandlungen und Vereinbarungen noch nie eine Sanktion ausgesprochen wurde. Also wird es jetzt genau darum gehen, das System Niederösterreich mit diesen neuen Regeln auch wirklich zu verhindern. Was ist dort passiert? Erklären Sie uns das. Das jetzige Gesetz verhindert nicht, dass Forderungen des Landes Niederösterreich oder eines anderen Bundeslandes verflüssigt werden, also wenn man so will, verkauft werden und dann wieder veranlagt. Und im Übrigen, der Rechnungshofbericht sagt, mit 1 Milliarde Verlust, ich lese Ihnen den ersten Satz vor des Berichts, die Performance der veranlagten Gelder unterschritt um 1 Milliarde das langfristige Ziel. Das ist ein klarer Verlust. Und das würden Sie mit diesen Gesetzen jetzt nicht verhindern. Und was macht der Landeshauptmann von Niederösterreich? Er geht her, und der Herr Finanzlandesrat, und beschimpft den Rechnungshof. Das darf sich dieses Haus nicht gefallen lassen. Als Erbsenzähler. Unpackbar. Oder aber,
dass die Herren wenig qualifiziert sind. Ich glaube, wir sollten uns ein Urteil darüber bilden, wo die wenig Qualifizierten apropos Herren sind. Die sind mit Sicherheit nicht im Rechnungshof zu finden, aber Unqualifikation wird sich in St. Pölten offensichtlich auch mit Überheblichkeit paaren. Und das ist das Problem in dem Land, dass Sie, anstatt das historische Fenster zu ergreifen, um hier wirklich Regeln zu machen, die für alle gleichermaßen und lange und unumstößlich gelten, vor den Landeshauptleuten mit einem Teppich dahergekrochen sind und die Chance nicht ergriffen haben. Es ist nie zu spät zur Umkehr. Wir werden Ihnen dabei helfen. Der grüne Kogler kritisiert das neue Gesetz der Länderfinanzierung. Es würde Skandale wie in Salzburg und Niederösterreich nicht verhindern.